Tja, ihn haben wir schon das ein oder andere Mal auch live erleben dürfen. Den Reiter aus Kolumbien, Carlos Enrique López Lizarazo. Und eben mit Cablandra und Admara hat er zwei Pferde, mit denen er regelmäßig auf 5-Sterne-Niveau sehr, sehr erfolgreich ist. Admara, die er von Emanuele Gaudiano übernommen hat vor etwa 3 Jahren, ist jetzt 13 Jahre alt, vom Padinos Malmurano. So, auch er geht den kurzen Weg rum zum Grün-Weiß, zum Grün-Steilsprung. Und daher kommt natürlich dann spitz vor diesen braunen Ochser hier. Kommt gut zum Reiten vorwärts. Admara macht einfach gut mit. Die Zeit ist super. Es sind 60,64 Sekunden. Es ist die neue Führung. Es ist einfach ein eingespieltes Team mittlerweile, diese beiden. Und Admara, einfach ein Pferd auf Weltklasse-Niveau. Admaras Großmutter übrigens ist auch die Großmutter, ist auch die Mutter zu Hickstedt, dem Einzel-Olympiasieger von Eric Lamars. Also da sehen wir schon, dass da eine ganze Menge Vererbungskraft in der Mutterlinie steckt. Und ich glaube, das war genau der Mut auf dem Weg zur neuen Führung. Also neue Führung für Carlos Enrique López Lizarazo und Admara. Merken wir uns noch ganz schnell die Zeit, 60,6.